Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fly of Garage. Mit Crash. Mit Crash? Kommt später. Das ist das Kfz. Heute geht's weiter. Heute machen wir kein Moped-Video. Nee, die Moped-Videos sind echt steil. Ja, ein Moped-Video läuft. Und bald kommt ja eins zur roten. Also die da um die Ecke steht, die wir jetzt nicht sehen. Gut, ne? Darf ich das spoilern? Spoiler steht da im Regal. Steht Bing drauf. Keine Ahnung, was das ist. Heute kommt quasi Le Finishing, weil am 28. also... Diese Woche Sonntag. Diese Woche Sonntag am Hausmann. Ne? Den blendest du hier nochmal irgendwo so ein. Ne? Ist ja unser Motorshow... Ich glaube, Auto-Motorshow Bergheim heißt das Ganze. Motorshow Billo Event, ja. könnt ihr gern kommen und so. Ne? Wäre geil. Sexy ja, Sven ist auch da, ne? Sexy Sven ist auch da, mit ganz viel Essen. Ja, was machen wir heute? Heute klatschen wir Folie drauf. Wir haben eben schon hinten die Platte ein bisschen weiter naht, abgedichtet, lackiert. Wir haben endlich eine Scheibe drin. Ja, kommt her. Das war schon los. Ja, Folie mache ich noch nicht ab, weil ich kenne mich, ich kenne uns. Der erste Schraubendreher titscht da immer rein. Weiß ich auch noch nicht. Dann haben wir tolle Styropor gefunden für die Ladefläche. Und wir haben zufällig eine Ladefläche gefunden. Ganz lustige Geschichte. Danke, weißt du, Lars und ich fahren Moped. Und auf einmal siehst du da so einen Bordstein, wo die Hälfte fehlt. Und da liegt da so eine Platte. Steht MAN drauf. Hat sich wohl irgendwer abgefahren. Kann ich jetzt uns. Ja, die ist jetzt uns. Ja, wie gesagt, die wollen wir dann hier passend zurechtschneiden, alles schön da reinpacken, den Styropor quasi als Puffer zum Drauftreten, dass das nicht durchfliegt, so. Und weil es nichts wiegt. Und es wiegt nicht. Tatsächlich. Kriegst du mit Zahnstocherärmchen hoch? Die Hupe ist auch dran, die Kamera, ne? Kamera ist auch ganz schön schwer, ne? Ja, Innenraum sieht soweit fast fertig. Da fehlt jetzt quasi nur noch Sachen, die so 5 Minuten dauern, wo ich mir einfach die Teile fehlen, so ein kleiner Metallfräser, ne? So ein bisschen Schalter reinbauen und so. Hupe ist drauf. Ja, Hupe. Bisschen tiefer, bisschen höher. Ich wollte eigentlich zwar gleich lange bestellen, aber die in China haben irgendwie eine kürzere geschickt, keine Ahnung. Wollte ich nicht zurückschicken, dauert zu lang. Also habe ich mich dazu entschieden, beide auf die Seite zu machen und so ein bisschen versetzt. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus, finde ich. Ja, Schläuche habe ich hier unten reingelegt und hier oben quasi an der Decke, einmal hier und hier, ist quasi die Kompressoren davon, die den Druck erzeugen dafür, verschraubt. Ja, jetzt warte ich quasi noch auf den Taster, der kommt irgendwann diese Woche noch an, hoffe ich morgen. Ja, da kann ich das verkabeln und dann ist das fertig. Das Licht funktioniert mittlerweile auch. Hat man das so schon gesehen, ne? Nee. Doch. Nee, Licht auch noch nicht gesehen. Nicht? Nee, soll ich zeigen? Soll ich Licht zeigen? Zeigen wir nachher, cool. Ja, wie gesagt, Folie kommt drauf, der ist jetzt, Lackierung ist, hat jetzt lange genug ausgedünstet. Sagt man das so, ausgedünstet? Abgelüftet? Abgelüftet. Ja, abgelüftet, gedünstet. Die kommt auch noch drauf. Scheibenkeil machen wir heute noch drauf, damit das auch fertig ist, ja. Ich würde einfach sagen, wir fangen an, ne? Zeigen und wir die Felgen lackieren wir auch noch. Ja, heute muss alles fertig werden. Heute muss ready for... Fuck off, ja. Und weil Erik so einer, hat, wir haben noch Zeit, wir haben noch richtig viel Zeit. Und dann so heute so, alles. Ja, weißt du, wenn du immer nur alleine hier bist, ne? Ja. Und keiner ist da von dir. Wo ist ein sexy Sven? Weiß ich nicht, essen. Ein paar Sekunden später. So, wir haben schon mit Folieren angefangen. Vorne sind die ersten Aufkleber schon drauf. Wenn man erst die, Ist das denn ein Fly of Garage? Mit Crash. Man beachte professionell Cut. Nichts professionell. Ich glaube, wenn Olli das gleich wieder sieht. Also wir haben einen, der ist Folierer, den haben wir am Start, der ist gerade. Wo sind wir hin? Trinken wollen, ne? Mhm. Ja. Wenn der das sieht, kriegt er wahrscheinlich den Ausraster. Richtig. Aber mich ein Scheißdreck, weil es ein Drifter. Ich meine, ob das jetzt schön aussieht, das sieht 3 Tage, das sieht so lange gut aus, bis jemand in die Seite reinballert. Von daher, das geht, wenn das Ding 3 Minuten auf der Strecke hält, reicht das schon. Das ist, sobald der einer reinknallt, ist das eh alles egal. Aber das Gold fickt. Ja. Ist echt viel besser. Die Blasen. Schade, dass nicht derselbe Goldton wie die Felgenlack ist. Ja. Bei Action spielen. Ja, Entschuldigung. Der Lack ist nicht dasselbe wie unsere Folie.
Ja. Mit dem Umtausch. Richtig. Mittlerweile ist es sehr spät, wir sind sehr kaputt. Konnten leider jetzt nicht so viel filmen, ne? Ja, weißt du, weil das ist ja mehr so mit Arbeit verbunden und so, ne? Und weißt du, wenn wir alle am Arbeiten sind... Und wir hatten auch echt Zeitdruck. Ja, Zeitdruck des Todes, weil... Aber, wie gesagt, Felgen sind lackiert, Folie ist drauf, es ist sauber gemacht, wir haben jetzt eine Ladefläche. Ah, die ist ganz schick eigentlich, ne? Es geht. Es, ja, es ist jetzt nicht schick, es ist aber auch nicht ganz scheiße, es ist okay. Wir haben unseren Sponsoren endlich drauf. Da, da. Sehr toll. Vorne auch, ne? Vorne haben wir auch Sponsoren drauf. Warum ist das Ding jetzt so angekifft? Ja. Ekelhaft. Willst du vorne hier auch Sponsoren noch zeigen? Ach so. Was haben wir denn da noch? Den? Nein, hier unten. Vergisst du den guten Chris nicht? Ich nicht. Da? Da. Spieks. Was haben wir da drüben? Schmackofatz. Ach, guck mal, nochmal. Ja, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir freuen uns, dass es fertig ist, fast. Was fehlt jetzt noch? Ein bisschen Elektronik für die Hupe. Ja, also ein bisschen, das ist Kleinkram, weißt du? Das sind so minimale Folienreste fehlen noch, ne? Ja. Die Zierleisten müssen noch wieder dran. Die müssen noch entgolden. Voll scheiße aus. Auspuffalterbaum? Ja, da haben wir jetzt Material gefunden. Gekauft. Ja, gekauft. Und davon gibt es heute noch nicht, weil das Ding geht ja übermorgen schon online, ne? Ja, ja, deswegen. Das ist also jetzt erstmal Fertigstellung und dann machen wir ja, glaube ich, noch ein Video vom Hausmann. Genau, und dann seht ihr das Auto. Und dann seht ihr ja eigentlich alles, was da noch verändert wurde und so, bla. Ja. Was findet, wie halt findet ihr das jetzt mit Scheinwerfer-Hupe-Kombination? Was sagt ihr dazu? Also, in einem besseren Vorschlag, also es ist mir schon verschraubt, ist spät zu fragen, aber was haltet ihr davon? Also wir wollten die eigentlich links und rechts machen, aber ich fand die in Kombi so, eine kürzer, eine länger und dann nebeneinander fand ich geiler, aber ich habe das schon mal in irgendeinem LKW gesehen, dass der so versetzt. Hat der von Garnele? Garnele? Nee, der hatte jetzt nicht. Garnele hatte... Der fährt nur noch Mofa. Der fährt nur noch Mofa. Er hat das als Tröte, als Auspuff. Ja. Ansonsten, ja klar, es fehlen noch Sachen wie Fly-Off, liegt aber schon hier. Auch von Redneck das Garage schön zur Verfügung gestellt, ne? Sehr geil. Sehr viele Grüße an Freddy. Ja, und ein Fahrwerk fehlt noch. Und Lenkwinkel geht. Ja, Lenkwinkel. Das Tolle, es liegt schon alles hier, ne? Das liegt alles hier. Gesagt haben, das Auto ist fast fertig, bis auf das, bis auf das, bis auf das. Sonntag ist es fast fertig. Ja, zum Hinstellen ist es fertig, zum Fahren, nö. Wann ist Fahren nochmal? In einem Monat? Oh, naja, haben wir noch genug Zeit, ne? Du und ja, wir haben Zeit. Toll. Ja. Ja, dann bis nächste Woche, ne? Ja, dann haut rein. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonnieren ist auch mal sehr schön, ne? Ein Herz vor uns. An so gewisse Arbeitskollegen, die meinen, ich guck nur, ich abonniere nicht. Toll. Sven, du musst noch JJ grüßen. Ja, Grüße gehen raus an JJ. Hi.